Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Ja, mit dem Patch 245 kann man außer dem Angeln noch zwei neue Dinos zähmen. Den einen kann man schon ganz gut hören. Und den zeige ich euch jetzt. Die Wendeltreppe ist jetzt auch neu. Und da ist er schon. Na komm. Ja. Der Vogel hat jetzt eine besondere Fähigkeit. Er kann jetzt auch schwimmen. Also der kann schwimmen. Dann kann er ganz normal fliegen. Und der kann auch laufen. Das Laufen ist sehr, sehr langsam. Schwimmen ist dann schon besser. Finden könnt ihr den Pelagornis auf dem Meer oder in Strandnähe. Und zähmen müsst ihr ihn mit Fisch. Also schwimmen wir da relativ schnell. Fliegen ist auch okay, aber wie gesagt, das Laufen, ja, sieht halt eher aus wie eine Ente. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren neuen Dino, den Allosaurus. Den findet man bei Bergen. So, eigentlich müsste. Ja, da haben wir schon welche. Die sind immer im Rudel. Und dann kann man hier sehen, bei dem einen, der hat so Flammen. Das sind dann die männlichen Tiere. Und sobald ihr die gezähmt habt, sind die Flammen aber leider weg. Ja, das ist so ein Zwischending zwischen Rex und Kano. Also der ist auf jeden Fall stärker als ein Kano, aber nicht so schnell. Und dementsprechend ist er halt auch nicht so stark wie ein Rex, aber halt etwas schneller. Okay, ich habe mir schon zwei gezähmt und die zeige ich euch jetzt. Ja, ganz praktisch, wenn man im Wasser landet. Ja, und da sind sie schon. Wie man sieht, es gibt keine Flammen mehr. Ja, die Geräusche von dem Dino haben sie super hinbekommen. Mal sehen, ob er es nochmal macht. Ja, das ist schon cool. Wie gesagt, er ist relativ flott unterwegs. Also ich finde ihn richtig cool. Müssen wir noch ein bisschen den Speed leveln. Das kann man nicht gleich machen. Ja. Also die zwei neuen Dinos. Finde ich richtig gut. Okay. Dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.